Hey yo Leute, Crimex hier. Was geht ab mit Paul Berger? Ich bin hier gerade live auf Kick im Stream, Leute. Der Chat, ihr könnt jetzt hier schon mal YouTube wieder grüßen. Seid auf jeden Fall nächstes Mal live auf Kick dabei, Leute. Folgt mir auf Kick rein. Ich bin hier gerade bei Minecraft Stadt Online, Leute. Und ich bin hier gerade schon dabei, seit, glaube ich, einer Stunde oder so, hier eine Insel zu bauen für meine neue XXL Mega Villa, Leute. Also das wird echt krass. Hier mit unterirdischer Zufahrt, mit einem Glastunnel, kommt man dann hier auf die private Insel. Das wird hier wirklich kein Spaß, Freunde. Und ja, wir sind jetzt hier gerade dabei. Flauschi bringt mir jetzt nämlich hier gleich noch einen Schwamm vorbei. Und dann können wir hier den Tunnel von dem Wasser nämlich befreien. Das konnte ich die ganze Zeit nicht machen. So, ich bin hier gerade nämlich noch dabei, das Fundament zu machen für die Insel. So, und zack. Oh, nein. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder verbaut. Konzentration, Leute. Konzentration. Boah, und Flauschi, wenn du das hier siehst, die XP-Farm abreißen, die alte. Weil die wirft hier nämlich Schatten auf mein Grundstück. Das geht hier gar nicht. Man kann sich hier nicht mal sonnen. Das kann hier keine 100-Millionen-Dollar-Villa werden und man kann sich hier nicht sonnen. Sonst ist das Objekt, will hier niemand das haben. Ja, wir hatten natürlich auch hier gerade schon mit dem Chat überlegt, wenn ich jetzt hier meine neue Villa baue, was machen wir dann mit meinem Hochhaus, mit meinem Penthouse, Leute? Vielleicht, oder wir vermieten es. Das wäre natürlich auch krass. Die Frage ist halt nur, finden wir jemanden, der Miete dafür zahlt? An sich baut ja hier eigentlich jeder so sein eigenes hier in Minecraft. Oder wir kriegen es verkauft. Wir müssen mal überlegen. Das wäre natürlich krass. An sich so vom Wert her, für 10.000 würde ich es nicht hergeben. Da wäre es mir zu schade, Leute. Weil ich finde, unsere Penthouse-Bude ist schon schön. So ab 20.000, für ab 20.000 würde ich es hergeben. Ab 20.000 ist unsere alte Bude, unsere Penthouse-Bude zum... Also das gesamte Haus. Nicht nur die Wohnung, sondern das gesamte Wohnhaus mit Pool, allem, Leute. Und ich bin sogar fast schneller, wenn ich das einfach so hier hin platziere. Hallo. Oh, habe ich mich hier gerade erschrocken. Moin, Flauschi. Was geht? Weißt du, wo ein Ozean-Dingsbums ist? Nee, wo? Naja, ob du... Ach so. Weißt, wo sowas ist? Ach so, nee, weiß ich tatsächlich nicht. Warum? Okay, ich suche... Ja, weil da gibt's Schwämme. Ach so, du suchst jetzt hier extra ein. Ja, klar. Alter, okay. Ja, gut. Dann viel Spaß. Aber ich weiß, dass hier irgendwo einer sein muss. Deswegen fahre ich hier rum. Okay, bis gleich. Ja. So, Leute, Flausch hier auf jeden Fall auf Ehre. Will uns hier einen Schwamm holen, damit wir unseren Tunnel vom Wasser befreien können. Für 44k, okay. Weil, wisst ihr was, Leute? Schreibt immer in den Chat, für wie viel Geld wir unser Hochhaus verkaufen sollen. Wir können ja mal ein Schild dran machen. Vielleicht will es ja jemand kaufen. Vielleicht will es ja jemand kaufen, Leute. Kaum jemand hat ja so viel Geld hier in der Stadt. Guck mal, ein Privatjet, ein eigenes Flugzeug kostet 20.000, Leute. Das müsst ihr überlegen. 25.000. Das Problem ist, also jeder würde sich ja eher ein Flugzeug kaufen, Live-Chat, als meine Bude zu kaufen, wisst ihr? So, jetzt haben wir es hier gleich. Ich sag realistisch, wir stellen mal so ein Schild auf, 19.900. 19.900, dann ist so unter 20. Das sind so die Verkaufsstrategien, Leute. Boah, guck mal, jetzt hier die Fläche können wir richtig schnell ziehen. Dann machen wir einfach zack. Das geht jetzt hier ganz schnell. So Flächen ziehen mit der Mod. Gar kein Problem hier. Und bam. Boah, ey Leute, ich glaube, wir machen hier echt so unsere eigene Start- und Landebahn, ne? Dadurch, dass wir hier so ein bisschen erhöht sind, das können, also könnten wir halt wirklich machen. Könnten wir halt wirklich machen. Machen wir hier so unser Haus und dann vorne ist ja eh so der Garten, Vorgarten. Und hier hinten machen wir dann einfach so eine Landebahn. Da müssen wir einfach nie wieder, keine Ahnung was. Können wir einfach immer in die Stadt fliegen. Das ist schon Big Flex. Eine eigene Start- und Landebahn bauen wir hier auf unserer Privatinsel. Oh mein Gott, kostet das viel Beton. Leute, guckt euch das mal an hier. Unser Inventar ist schon wieder leer. Inventar ist schon wieder leer. Aber es wird krass. Das kostet hier alleine, glaube ich, 1,5 Stunden sind wir jetzt hier nur an der Vorbereitung schon dran. Und wir haben noch nicht mal angefangen, das Haus zu bauen, sondern einfach nur das Fundament hier. Also es wird echt krank. Einfach eigene Start- und Landebahn. Das wird's, Leute. Das wird's. Heimkino in die Villa können wir auch alles machen. Das muss eine Riesenvilla werden, eine Riesentiefgarage. Vielleicht sogar, dass wir unsere Autos dann ins Wohnzimmer reinfahren können. Boah. Dass wir so unsere Autos dann im Wohnzimmer beobachten können. Guck mal, ich glaube, wir brauchen wirklich so viel Beton, um hier alles einmal zuzumachen. Noch 7.000. Leute, wir hatten 10.000. Ich habe 3.000. Ich habe einfach schon wieder 3.000 Dollar hier ausgegeben. Nur für Baumaterial, für Beton. Okay, ich bin mal gespannt. Was denkt ihr, Live-Chat? Schreibt 1 in den Chat, wenn ihr denkt, dass unser Inventar reicht, um das hier alles zu machen. 2, wenn ihr glaubt, es reicht nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Guck mal, wie schnell das weggeht. 2 Stacks schon wieder weg. Das ist so unfassbar groß. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir damit hinkommen. Zack, und Inventar schon wieder leer, Leute. Einfach Inventar schon wieder leer, Leute. Ja, die Insel ist halt, das ist halt eine Big Baba-Insel. Ist halt nicht eine Schmalspurinsel wie bei Wife da drüben. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? So, wir müssen wieder neuen Beton holen gehen. Okay, das Fundament ist schon mal fertig. Das ist gut. Dann wollten wir eigentlich gerade unser Ding rüberholen, unser Flugzeug. Das testen wir jetzt mal. Wir werden jetzt unser Flugzeug auf unserer eigenen Privatinsel landen. Hahaha. Schaden. Ey, irgendjemand ist mein Flugzeug.
Genau aus dem Grund werde ich mein Flugzeug auf meiner Privatinsel fliegen. Irgendjemand ist mein Flugzeug geflogen. Es hat nämlich 24% Schaden. Und als ich es benutzt habe, hat es nicht 24% Schaden gehabt. Candy ist mit meinem Flugzeug geflogen. Ah ja, Candy. So ein Ding ist das hier also, hä? Dachtest, ich werde es nicht erfahren. Meine Leute haben es mir verraten. Denkst, kannst hier mit meinem Flugzeug fliegen, hä? Und wir starten durch, Leute. Check, 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 check. Acronix Airlines hebt ab. Check, check. Oh, let's go. Wir sind in der Luft. So, jetzt muss ich natürlich nur mal gucken. Was ist denn das hier auf dem Wasser? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Leute, was ist denn das hier auf dem Wasser? Das sieht irgendwie auch nach was von Amir aus. Hier geht's rüber in die Villengegend. Und hier vorne müsste dann gleich eigentlich schon meine Insel kommen. Ah ja, da vorne ist meine Insel. Boah. Ich glaube, warte mal, wir müssen noch mal ganz kurz gucken. In Zukunft. Wir können da, glaube ich, super einfach. Wir können da, ach stimmt, da habe ich wirklich eine Leiste vergessen. Ihr habt recht. Ich glaube, wir können da in Zukunft super einfach rüberfliegen. Wir starten dann da in die Richtung. Hier in die Richtung fliegen. Und hier vorne müsste ja dann schon der Flughafen wieder kommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, perfekt. Hier ist nämlich wieder die Landebahn. Hier echt eine easy Sache. So, zack. Ist eigentlich sogar fast so in einer Linie, wie wir da nur fliegen müssen. Echt entspannt. Und ja, Leute, es funktioniert. Boah. Ey, Leute, das geht. Wir können hier landen und starten. Okay, das ist krass. Das ist krass, Leute. Wir haben hier eine eigene Start- und Landebahn. Sogar voll easy. Okay, Flauschi-Koordinaten. Hier minus 400 und minus 1400. Eigentlich sollen wir hier auch noch einmal durch. Komm, wir starten auch noch einmal durch. Wir gucken mal, ob man hier auch gut durchstarten kann. Müsste aber eigentlich kein Problem sein. Dann können wir nämlich hier hinten so ein Rollfeld. Dann machen wir hier dann so dunklen Beton. Quasi für so Asphalt. Check, check. Ready for departure. Check, check. So. Und einmal hier drehen, Leute. Und durchstarten, durchstarten, durchstarten. Okay, mal gucken, ob es klappt. Oh, oh mein Gott, ganz knappes Ding. Ganz, ganz knapp. Aber es funktioniert. Es funktioniert, Leute. Nice. Sehr, sehr nice. Also wir können starten und landen auf unserer eigenen Privatinsel. Gefällt mir, Leute. Gefällt mir schon mal sehr gut. Nein! Hä, wie knapp! Mayday, Mayday, wir sinken! Oh nein. Okay, ich hab's Flugzeug. Alles gut. Ich hab das Flugzeug. Also das muss ich noch ein bisschen üben. Bruchpilot iCrimex. Ey, Leute! Hä? Leute, hört auf, mich auszulachen! Hört auf, mich auszulachen! Ja, okay, okay. War jetzt vielleicht nicht meine beste Leistung als Pilot gerade. Okay, okay, okay. Ist ja gut, Leute. Ist ja gut. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden das Flugzeug jetzt hat. Okay, Achtung, wie viel Schaden hat das Ding? 500%! Oh, oh mein Gott, Leute. 500% Schaden. Perfekt. Perfekt. Ja, das Fliegen müssen wir noch ein bisschen üben, aber ich glaube, es sollte funktionieren. Es sollte funktionieren. Wir sind einmal schon gelandet und einmal gestartet. Kriegen wir hin. Okay, jetzt müssen wir nur noch auf Flauschi warten. Dann können wir nämlich hier noch den Tunnel machen und dann ist hier wirklich das Fundament fertig hier. Ey, Flauschi! Hallo. Yo, du hast Schwämme? Zwei Stück habe ich gesammelt. Oh, okay. Aber die musst du erst einmal braten. Ah, damit die trocknen dann, ne? Ja, und das musst du immer wieder machen. Oh Gott. Das ist aufwendig, sagst du. Aber trotzdem vielen Dank, Flauschi. $200.000 pro Schwamm. 200.000 Dollar? Warte. 400 für beide. Ich gebe dir 200 für beide. 400 für beide. Oh, scheiße, die hat auch eine Knache. Dann klären wir das mit Waffen. Ey, ich habe keine Munition. Halt, stopp. Ich muss ja hier noch den Tunnel, entwässern. Aber dafür muss ich erstmal hier Lava-Eimer holen. Ich habe Kohle. Hast du Kohle? Oh, ja, sehr gut, okay. Und wenn du willst, kannst du dann hier das Wasser aus dem Tunnel rausholen? Ja, kann ich ja machen. Oh, dann kann ich meine Schwämme sogar behalten. Ja, dann behalt du die. Sind ja deine. Ja, noch einmal Max plus Fauschi schreibt Timeout. Alles gut, Chessy, kein Stress. Das ist ja, mehr so Running Gag. Kannst die Leute das ruhig schreiben lassen. Das ist ja mehr funny. Wissen ja alle, dass das nur Spaß ist. Hoffentlich. Ne, wir gehen jetzt noch Hecken holen. Flauschi macht in der Zeit den Tunnel hoffentlich fertig. Wir können ja auch noch Lava-Eimer mitnehmen. Genau, wir gehen hier aus unserer Fabrik noch Lava-Eimer mitnehmen. So, dann kann man nämlich besser die Schwämme immer brennen. So, hier diese Hecken brauchen wir. Und ich glaube, wir brauchen relativ viele, weil wir haben ja
60 in die Breite. 60 da, 60 da, 60 da. Ich hole mal 5 Stück. Ich glaube, 5 Stück sollten reichen. Was passiert, wenn man mit einem Auto auf ein Trampolin fährt? Okay, es passiert nichts. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lang mit dem Schwamm, ne? Ich hoffe, dass man mit dem Schwamm hier schnell den Tunnel entwässern kann. Aber ich glaube auch mit Schwamm, weil man die immer wieder nass aussaugen muss. Ich glaube, das ist schon eine längere Sache, ne? Flauschi! Flauschi, bist du hier? Hallo? Hallo? Ja, ich bin da. Guck mal, ich habe dir Lava-Eimer mitgebracht. So, da kannst du die Schwämme besser trocknen damit. Ich bin sowas fertig. Oh, okay. Oh, nice. Seht ihr, Leute, mit Flauschi kann man hier relativ schnell was bauen. So, jetzt müssen wir noch hier die Hecke rumziehen. Boah, das wird so gut aussehen. A Wife's House wird gegen mein Haus wie eine Hundehütte aussehen. So ein Ding wird das. Ich werde hier so lange mein Haus krass bauen, bis A Wife's House wie eine Hundehütte gegen mein Haus aussieht. Wie gesagt, hier zwischendrin, ihr dürft nicht denken, dass das hier alles weiß bleibt. Natürlich nicht. Ich habe das jetzt einfach nur mal aus weißem Beton gebaut, weil hier kommt ja noch das Haus hin und dann, aber hier wird natürlich auch viel so Rasenfläche und sowas sein. Yo, Flauschi. Hallo, hier die Treppe, meine ich. Ja. Da muss noch Glas außen rum. Stimmt, ja, ja. Glas habe ich noch vorne in der Truhe. Das kann ich gleich noch machen. Aber das an sich der... Schnell. Ja, oder du kannst auch machen. Genau. Also der Tunnel ist jetzt von Wasser befreit. Boah, Ehre. Krass, Leute. Ehre für Flauschi hier in den Chat. So, sehr, sehr wild. Und jetzt können wir hier nämlich... Ich baue jetzt hier nämlich das nochmal ab. Können wir hier nämlich viel besser das, die Dinger hin platzieren. Weil das muss ja hier schon so ein durchgehendes Licht sein, damit das auch krass aussieht. Und dann kommen wir einfach später. Später machen wir dann hier wieder den Beton hin. Reicht ja erstmal so ein Mittelding zum drauflaufen. Boah, Leute, dann fahren wir diesen Tunnel. Leute, wie krass. Seid ehrlich, Live-Chat. Wie krass wird hier dieser Tunnel dann aussehen? Mit den beiden Lichtern hier auf der Seite paste man dann hier so durch. Junge, das wird echt dieses 10 von 10 Haus. Das wird echt dieses 10 von 10 Haus, Leute. Gibt es eigentlich irgendwas, womit man schneller Glas abbauen kann als mit einer Hacke? Damit das hier schneller geht? Vielleicht mit der... Oh Leute, wir zerschießen das einfach mit der Pistole. Bap, 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 bap. Hey Leute, das geht viel schneller damit. Eine Rennstrecke. Ich baue doch nicht eine eigene Rennstrecke dahin. Das ist ja voll unnötig. Man muss ja die Sachen, die man praktisch bei seinem Haus braucht. Wie geht's Lukas BS? Dem geht's, glaube ich, gerade ganz gut. Der ist jetzt auf dem Weg in Urlaub. Der ist jetzt erstmal schön 2 Wochen im Urlaub, gönnt sich eine Auszeit. Sein Knie heilt. Mein letzter Stand, er hat mir ein Bild geschickt, der trägt jetzt so eine Schiene, der Arme. Muss jetzt, glaube ich, irgendwie 4 bis 6 Wochen oder so eine Schiene tragen. Bis dem sein Knie wieder. Und das einfach alles wegen meinem Video passiert. Also, naja, ich fühle mich schon fast ein bisschen schlecht. So, und hier... Oh, hast du schön gemacht. Sieht voll gut aus mit der Glasdecke. Richtig clean. Stark, stark, stark. Und dann kommt hier so quasi die Zufahrt hin. Das soll krass aussehen auf jeden Fall. Ich glaube auch. Zack, zack. Schau mal, hast du es da hinten schon gesehen? Mit eigener Privatstart- und Landebahn? Ja, ich hab's im Stream gesehen. Ich glaube, das hat so keiner. Ja, das wird ganz wild. Das wird wild. Aber bald haben es dann wieder alle. Ich baue es jetzt natürlich bei A Wife hin. Ey. Flauschi, hör auf damit. Oh Mann, ey. Also, wir haben jetzt schon über 6.000 Dollar nur dafür ausgegeben. Es ist wirklich unfassbar. Es ist unfassbar. Nur dafür. Und das ist ja so nichts Besonderes. Das ist ja nicht mal die Villa oder sowas. Nur dafür 6K. Also, Leute, ich bin jetzt hier schon richtig stolz. Ich bin hier schon richtig stolz, was wir jetzt schon wieder erschaffen haben. Hier war ja, ihr müsst ja wissen, hier war ja wirklich gar nichts vorhin. Vor 2 Stunden noch, als wir hier angefangen haben zu bauen, war hier nichts. Und jetzt haben wir schon einen krassen Unterwassertunnel und eine riesige Insel ins Meer gebaut. Oh Max, der Beton ist jetzt leer, aber ich muss es auch langsam ja, los, alles ja? Easy. Danke dir, Flauschi. Wir sehen uns. Tschüss. Okay, aber Flauschi auf jeden Fall Ehre. Die hat uns voll geholfen. Die hat uns sehr, sehr krass geholfen. Wir müssen jetzt hier trotzdem noch einmal ganz schnell noch den Boden einziehen. Dann sind wir hier nämlich auch, zumindest mit dem Fundament, fertig, Leute. Und dann können wir nächstes Mal anfangen, da hinten die XXL-Villa zu bauen. Aber zumindest das möchte ich jetzt hier noch fertig machen. Oh, der Tunnel ist fertig, Leute. Der Tunnel ist fertig. Ja, Musik. Jetzt brauchen wir auch keine Musik. Hier jetzt eh raus aus Minecraft. Also hier mit dem Glas gefällt mir extrem gut mit dem Wasser, wie man hier so eintaucht. Sehr, sehr strong. Wie gesagt, die XP-Farm müssen wir noch weit noch wegmachen. Aber an sich
könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ist das jetzt aber hier schon ziemlich, ziemlich krass geworden. Also ich glaube, auch vom Platz her so wird das absolut ausreichen. Dann hinten haben wir dann die Landebahn. Ja, dann hier so in die Mitte circa kommt dann unser Haus später hin. Hier vorne noch ein bisschen so Einfahrt, Vorgarten, vielleicht noch so ein Garagenhaus oder sowas. Wird gut. Wird auf jeden Fall gut werden. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es von Minecraft gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da. Nächstes Mal werden wir die Villa bauen. Let's go, Leute. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Kranix.